unsere Installation heißt Auto und ist eigentlich ein Arcade-Computerspiel, Autorennspiel, das man, wie man hier sieht, auf der einen Seite ganz normal mit Lenkrad und Gaspedal fahren kann. Und der Clou an der Geschichte ist aber, dass wenn man hinter die Fassade blickt, dann sieht man den Overhead-Projektor und da wird das Ganze dann analog umgesetzt. Besucher setzen sich hin, drücken aufs Gaspedal, merken, oh cool, da passiert irgendwas, lenken ein bisschen, merken, oh cool, das geht und dann freuen sie sich irgendwie. Und dann stehen sie nochmal auf, blicken nochmal hinten dran und freuen sich nochmal, dass es, wie das Ganze umgesetzt ist. So ein bisschen dieses hinter dem Vorhang sitzen und so ein bisschen dieser magische Moment der Enthüllung hinter dem Vorhang. Wie so wird es gemacht, was normalerweise sonst in der Computerwelt irgendwie in diesem Bildschirm oder in den eingepackten ganzen elektronischen Teilen so ein bisschen verdeckt wird und man vielleicht auch gar nicht drüber nachdenkt, wie funktioniert das eigentlich, dass sich hier diese ganzen Pixel so bewegen. Das wird da so ein bisschen offengelegt. Concept of music box for iPad. So it's one music box and an application and an iPad, and you have to put the music box on the iPad and turn the crank, and it play a sound and a melody, a sound and an animation. I was very interested to do something with a tangible object and make it interact with a digital device. I really like music boxes and I think it's something very playful and I really like it and I really want to transcribe them with a digital device and make it more contemporary. I want to have a visual sensation that sometimes there isn't in traditional music boxes. Also hinter uns steht die Void Machine, die wir eigens für die Platine entwickelt haben. Und das ist eine Installation, die sich mit Orten und mit Anwesenheit und Abwesenheit auseinandersetzt. Dem zugrunde liegt ein Atlas bzw. der Index eines Atlases, der sich hinter uns umeinander wirbelt, während wir auch eine Projektion darauf werfen. Aus diesem Index haben wir in Kleinstarbeit alle Orte, an denen wir beide jemals waren, ausgestrichen. Und diese Negativform projizieren wir halt als Positivform auf den Index wieder drauf. Es ist so, wenn die Leute näher auf die Maschine zukommen, dann entzieht sie sich in gewissermaßen, weil die Motoren, die das alles antreiben, dann plötzlich zum Erliegen kommen. Alles wird ruhig und gleichzeitig beschleunigt sich die Projektion. Und umgekehrt, die Leute gehen weg, die Projektion wird winzig, die Orte sind kaum noch lesbar und gleichzeitig fängt dieses Ding an, sich zu drehen und zu rotieren. Und insofern wird für den Betrachter spürbar, was Präsenz, Abwesenheit, Anwesenheit in Beziehung zu dieser Maschine bedeutet. The project we are presenting here is called The Invaders. It's a project in which we collaborate with different street artists and we mix projection mapping with paint. Normally you know that your installation is working fine when you see the faces of the people playing. When you see people struggling to get more
points. This means that the people are engaged, they're inside the game. And this is what is very motivating us as an artist, not to see people really participating in the magic of a game, not just passing by. No, they want to play and they want to win. So this is important for us. Also das Projekt ist vor 1,5 Jahren entstanden in Lausanne an der ECAL im Rahmen eines Auslandssemesters, also da habe ich ein Semester studiert und dann habe ich im Laufe des Semesters eben experimentiert mit Videomapping und fand es dann spannend, bewegliche Objekte zu haben, die anprojiziert werden und dann hat sich so peu à peu eben dieses Konzept von dieser Installation von Pyramid Cascades entwickelt, genau. Also meine Arbeit insgesamt würde ich eher in elektronische Kunst einordnen. Diese Arbeit hatte auch nie den Gedanken, dass dann ein Spiel draus wird. Was mich allerdings dann bald fasziniert hat, war dieser Spieltrieb, den es eben weckt. Die Arbeit, die wir hier zeigen, nennt sich Scrap City 2. Das ist eine Arbeit, die habe ich zusammen mit einem Studienkollegen, dem Dirk Burs aus Maastricht, entwickelt. Ziel der Geschichte ist es, irgendwie klassische Malerei irgendwie mit elektronischen Mitteln sichtbar zu machen. Wir kommen beide aus der Malerei, was die Möglichkeit bietet, mit den Overhead-Projektoren und den einzelnen Lagen, die dann auf der projizierten Fläche nicht unbedingt sichtbar sind, aber auf den Projektoren im Einzelnen sieht man halt noch die einzelnen Schichten, wie sich so ein Bild zusammenfügt. Was man bei einer fertigen Malerei nachher nicht mehr hat. Zu sehen sind alte Industriebilder aus der Ecke hier von der Helios AG. Unsere Zielsetzung war, Maschinen einen emotionalen Ausdruck zu verleihen, durch Formveränderung, durch Strukturveränderung und haben an verschiedenen Objekten, an verschiedenen Formen getestet, experimentiert, bis wir auf die sehr einfache Form einer zweidimensionalen Fläche gekommen sind. Diese Fläche bewegt sich, reagiert auf Annäherung und drückt so eine emotionale Reaktion aus. Der Umgang mit diesem Objekt ist auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise spielerisch. Also die Leute gehen hin, versuchen irgendwie mit verschiedenen Gesten andere Reaktionen hervorzurufen. Ist es irgendwie ein spielerischer Umgang? Was aber fehlt eigentlich für ein Spiel, ist, es gibt keine Spielregeln, es gibt keine Zielsetzung, es gibt generell keine Regeln. Es ist einfach nur auf irgendeine Art und Weise Ereignisreaktion.